Guten Morgen, Leute! Es ist mal wieder FMA-Time. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Video. Ja, wie es so typisch beim FMA beginnt, ich sitze am Frühstückstisch. Ich frühstück nicht, also ich trinke ganz viel Kaffee, also Unmengen an Kaffee. Macht es nicht noch, das ist ungesund. Und dann habe ich in Planung, wenn ich den Kaffee ausgetrunken habe, weil ich habe ein bisschen verschlafen. Was heißt verschlafen? Ich war eigentlich auch schon im Stall, habe die Pferde gefüttert. Aber ich habe gestern ein bisschen länger in der Arbeit bleiben müssen, bis 11 Uhr, also auf Nacht. Und deswegen schaue ich so fertig aus, wie ich ausschaue. Ja, auf jeden Fall. Ich fahre jetzt dann erstmal an die Bank, weil ohne Geld kann man nicht shoppen gehen, ne? Und dann fahre ich schnurstracks zur lieben Caroline. Die hat übrigens auch ihr Einverständnis gegeben, dass wir heute FMA drehen. Also die wird vielleicht eventuell auch mal vor der Kamera sein. Und dann geht's eigentlich schon los. Wir fahren dann gleich nach Traunstein. Juhu! Ja, ich sag's euch, ich bin so fertig, ey. Ich habe jetzt meinen Schlüssel drin. Und jetzt fahr ich los. Ich muss meine Schuhe anziehen. Bitte, Johnny. Bitte. So. Oh, scheiße, das Licht. Also, man müsste eigentlich das Licht ausschalten, wenn man geht. Oh, tschüss. Ich geh jetzt nicht ans Telefon. Eigentlich voll schön wieder und wir gehen shoppen. Na, die Pferde. Warte. Lustig ist, in meinem Auto, da geht irgendwie keine Heizung mehr an. Eigentlich habe ich da nur noch Handschuhe. Aber die habe ich jetzt irgendwie verlegt. Also ich weiß nicht, wo die Hand. Ich glaube, die hatte meinen Spind in der Arbeit, aber keine Ahnung. Ja, also Leute, ich bin jetzt da. Ich bin komischerweise zu spät, weil ich bin eigentlich nie zu spät, aber heute, ich war so verschlafen. Ich weiß nicht, was mit mir los war, weil eigentlich stehe ich immer spätestens um 4 oder 6 Uhr auf, aber heute bin ich irgendwie erst um 6:30 aufgestanden und dann war alles irgendwie zu knapp mit dem Steuge und jetzt ist schon 3:15 nein, und ich hätte eigentlich um 8:30 da sein sollen. Hoffe, die Chaos jetzt nicht sauer, aber ich glaube nicht. Und jetzt werden wir Auto wechseln. Also die Caro ist jetzt da. Also ich bin da bei der Caro, die Caro wohnt da. Jetzt werden wir Auto wechseln und dann fahren wir los. Wir gehen jetzt rein. Dazu, ich sag's. Also, wir sind jetzt nicht reingekommen. Und jetzt, der macht nämlich erst in 20 Minuten ungefähr auf. Und jetzt fahren wir schnell zum DM. Ja, zum DM. Also, da muss man heimlich filmen, weil im DM, glaube ich, darf man nicht filmen. Keine Ahnung. Ich nehme aber die Kamera mit. Genau. Ach ja, FMAs dran, das ist immer so peinlich, aber es geht einfach so gut. Also wir haben jetzt beim Real. Genau. Boah, geile Drehtür. Ich habe noch Eisbär. Mhm, voll lieb. Es ist nur Weihnachten. Hui, da drinnen. Nein, es ist noch Cola. Ach so. Bitte nicht anschieben, die Tür dreht automatisch, nur im Notfall auch klar. Auf ein neues! Achso, warte. Wo ist denn der Auto? Voll kling mit raus. Jetzt halt. Weil so fett ist. Jetzt hat er glaube ich auch voll. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ich glaube, ich nehme die mit. Warum? Caro steht natürlich wieder bei der neuen Piqueur-Kollektion. Ja, wahrscheinlich. Ich bin nur am überlegen. Der ist irgendwie lustig. Den musst du in der Hand hast. Ja. Ja,
Echt jetzt? Den finde ich voll schön. Ich finde die Farbe irgendwie sehr cool. Aber die Hocken ja als Verschluss. Achso, das ist blöd beim Reiten. Hey, da hinten eine Zettel. Die ist so schön. Jetzt da. Ich habe schon wieder eingekauft, also Schabracken und so, und ich mache eh nur ein Haul. Ja, und jetzt fahren wir weiter. Jetzt sind wir in Landkaufersmeier, da gibt es auch so Pferdesachen. Das ist eigentlich ganz schön. Ne? Das ist voll schön. Wir haben jetzt von der Autobahn abgefahren, weil da ist irgendwie ein Unfall passiert oder so. Ganz, also es ist nicht lustig, aber zwischen der Strecke von der Ausfahrt vor Irschberg und Irschberg ist der Unfall gewesen. Jetzt haben wir außenrum gefahren. Jetzt sind wir da auf irgendwelche so kleinen Straßen unterwegs und haben jetzt natürlich eine kleine Verspätung. Jetzt haben wir Hunger und jetzt fahren wir Mäcki. Wunderschön. Hui, schön. Nur wenn es ein Pikörchen war. Also ich habe jetzt schon mal wieder einen Gürtel an der Hand. Der ist voll cool. Wird halt voll schön. Die Karte sucht schon wieder nach reduzierten Jacken. Irgendwie hat der einen Jacken tickt, aber ich mag es ja nicht so ins Gesicht sagen. Leute, wir haben jetzt 15 Minuten im Krämer. Das Ding ist einfach schon voll. Jetzt stehen wir gerade beim Putzzeug, weil wir noch einen Hufeskratzer brauchen für eine Stallkollegin. Genau. Und dann schauen wir weiter. Ich sag's euch, wir haben schon so viel in unserem Korb drin, wir müssen es dann aussortieren, weil ich glaube nicht, dass wir den alles nehmen können. Das ist schon so voll einfach. Ja, und
Momentan stehen wir gerade bei den Decken. Wir haben da ganz unten schon eine Lukas-Decke drin. Die gleiche, wo der Finn letztens zerstört hat. Ich habe es auf Instagram gepostet. Nur diesmal ein Apfel. Ja. Irgendwie habe ich eingekauft. Wir sind jetzt seit ungefähr 20 Minuten im Bremer. Und der Genie kennt ungefähr 95% von dem Zeug. Es tut mir leid. Wir haben das schon mit zusammengerechnet. Es ist nur im Rahmen. So, wir sind jetzt fertig. Ich schaue so fertig aus. Haben fleißig eingekauft bei 5. Und es gibt da natürlich auch noch ein Shopping Hall. Und ja, wir fahren jetzt erstmal heim. Und dann gehen wir in den Stall. Heute, wir haben einen Steinflock. Wir haben gerade einen Stein gegen die Scheibe bekommen. Ist voll toll hier. Ja, auf der Autobahn. Und das Lustige ist, beim Herfahren haben wir da einen Stein hingekriegt. Und ich glaube, da ist auch ein Steinschlag, aber wir müssen erst nachschauen. Das alles an einem Tag. Genau. Und wir waren schon wieder im Stau. Voll nervig. Ich weiß nicht, was da halt los ist. Es sind doch nicht mal Ferien, oder? Oder Leute, es hat Ferien, ihr wisst es.